Moin liebe Freunde von Konoha und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, einen Tag später. Ja, ich glaube, das hatten wir schon, genau. 100 Sparrings beginnen, jawohl. Habe ich ja beim letzten Mal angekündigt, jetzt machen wir es. Bis zum Ende, Jiraiya. Bis zum Ende. Hoffe ich. Jetzt steht da, Items dürfen nicht benutzt werden. Scheiße. Nee, anscheinend nur Stück gar nicht. Ja, super. Da war das Rasengan gerade richtig gut angelegt, würde ich mal sagen. Aua. Die Bogenschützen sind fies. Von denen soll ich einfach nur 100 erledigen. Boah, ach. Das ist ja nun... So, da war es der erste. Da folgen nochmal zwei weitere. Auf Wiedersehen. So, jetzt erstmal den Bogenschützen hier. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Ihr wisst Bescheid. Und tschüss. Schon wieder pressen? Oh, ich kann schon wieder pressen. Geil, was? Naja, alles gut. So, der ist auch weg. Rasengan! Okay, wir sind schon mal zweistellig, glaube ich. 10 Siege in Folge. Geil. Ach, jeden umgehauenen Banditen wertet der als Sieg. Okay. So. Fußballmannschaft haben wir schon mal zusammen. Ich hau euch weg, ihr Säcke. Oh. Er haut aber auch rein, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich weiß nicht, wie es Asterix und Obelix immer geht und wie es den Römer dann immer dabei ergeht. Die armen Schweine, ey. Denken sich auch, wäre hier auch lieber zu Hause geblieben. Tja. Pech gehabt, mein Freund. Okay, ein Viertel haben wir fast hinter uns. Okay, ich korrigiere, ein Viertel haben wir hinter uns. Au! Mist, das war ein Bogenschütze, okay. Warum nur den einen? Nimm doch alle mit. Ja, klar, wir werden auch ein paar Mal getroffen, aber das ist nicht schlimm. Ein Viertel haben wir jetzt schon mal weg von den Leuten. Ja, voll rein, mein Rasengan, geil. Kannst du mal deine Hähnchenkeule bitte mal woanders hinhalten? Danke. Eieiei. Double Kill. Au. Au. Die Bogenschützen sind fies.
Immer angreifen! Nie verteidigen! Oh, was war das denn? Schade, zu weit weg. Naruto, nimm dir doch mal diese Genau. Reden ist heute wieder top angesagt, ich merke das schon. Ja, komm, dann hau den erstmal weg. Zack. Oh, warum peilt er nie den Bogenschützen an? Das ist so ein bisschen dasselbe Problem, das damals auch Kingdom Hearts hatte. Mit den Anvisieren. Das ist hier tatsächlich so eine Geschichte. Ich will die Bogenschützen haben, er visiert aber alles Mögliche an. Nur nicht halt das, was er anvisieren soll. Na, endlich. So, erledigt. Steht direkt daneben, weg ist er. 40 Siege, ja, wird doch immer besser. Ich dachte, ich muss jetzt so wie in Teil 3 gegen sämtliche Charaktere antreten, aber ne, das geht ja noch. Das ist ja gar nicht mal so wild. So, den Säbelrassler hauen wir auch mal eben weg. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Dass ihr den Part auch genießen könnt und die nächsten Parts. Diese Aufnahmesession. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen mehr Naruto auf. Ein bisschen weniger Oblivion, weil momentan reicht Oblivion nämlich bis September. Anfang September, um genau zu sein. Deswegen nehme ich jetzt auch hier ein bisschen mehr Naruto auf. Morgen streame ich wieder. Also zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich schon längst gestreamt. Aber normalerweise streame ich ja immer Donnerstags und Samstags. Werde ich jetzt diese Woche auch wieder so machen. Gespielt wird dann Tiberian Sun, Command & Conquer. Wir fangen mit der GDI an. Ja. Wir fangen mit dem Dreck an und das Beste kommt zum Schluss. Ne? Ihr kennt das Prozedere, ja? Alter. Okay, ich glaube, so langsam kann Naruto meine Heilung ab. Ja, komm, gönn dir. Rein damit. Zack. Oh, süße. Haben wir doch gut, haben wir uns doch gut erholt. Amma! Keule! Was soll das hier? Hälfte haben wir! Weg mit dir! So, den haben wir auch weg. Alter! Da war ein Bogenschütze, der muss weg. So. Da treibt sich noch ein Bogenschütze rum. Vor allen Dingen, die greifen an, ich greife an und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das so ein Zwischending. Total merkwürdig. So, ja, danke. Ich habe gerade mal ein paar Pfeile ins Gesicht. Alter! Ich glaube, ich habe da gerade zwei von erwischt. Geil. So macht das Spaß. Au. Oh, diese blöden Bogenschützen jedes Mal, ne? Okay, einen habe ich auf jeden Fall erwischt. 60 Siege in Folge. Wir korrigieren auf 62. Au. Immer ist irgendein Säbelrassler dabei, ne? Oder irgendein Bogenschütze, der nervt. Au. Vor allem, guck mal, es interessiert ihn gar nicht, ob ich auf ihn einprügel oder nicht. Jetzt interessiert es ihn. Aber wenn er selber angreift, dann interessiert ihn das einfach mal so gar nicht. Was war das denn? Das war ja gar nichts, Naruto. Jetzt aber. Okay, Heilung. So. Dafür haben wir es ja, ne? Für solche Fälle. Aber das kommt nur einmal im ganzen Spiel vor.
der Bogenschütze lässt sich aber leichter unterkriegen. Ja, das meine ich wieder. Beide greifen gleichzeitig an. Der Gegner wird dann so bevorteiligt, dass er einfach nicht ins Wanken kommt. Das meine ich. Ich habe jetzt gerade gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ich einfach nur hier einprügel wie Bescheuerte. Autsch. Ach, guck mal. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Gegner irgendwie härter werden. Kann das sein? Angriffspille und gleichzeitig eine Defensivpille. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Alter. Die immer mit ihren zigtausend Tonnen Keulen. Ich finde es interessant. Ich glaube, je kleiner die Gegner sind, desto leichter können sie besiegt werden. Kann das sein? Boah, das war gar nichts. 70 Siege! Jawohl, es wird doch langsam was. Der steht immer noch. Der aber nicht mehr. Du kannst ja nicht... Au. Schön in den Weg gestellt. Habt ihr das gesehen? Direkt in den Weg gestellt. Ich wollte gerade fragen, was war das denn jetzt? Wir haben ja, ne? Und das hat auch nichts mit Cheaten zu tun, weil sonst hätten sie es gesagt, dass man das nicht soll. Solche Angriffe liebe ich. Immer schön in die Menge rein. Die mit ihren fetten Keulen jedes Mal, ne? Das dürfte ein Triple-Kill gewesen sein. Ja, war es auch. Sehr schön. 85 von 100. Das sieht doch schon mal gut aus. Er kann nicht mal seine volle Combo auswirken hier. Zum Kotzen gerade, echt. Weil da irgendein Vollidiot zwischenschlagen muss. Ja, genau dich meine ich, du Penner. Guckt euch das an, das interessiert die teilweise gar nicht. Wie er auf die einprügelt, das interessiert die einfach nicht. Scheiße, hab das Pressen verpasst. Ja, ich bin wieder gelb, klar. Ja, natürlich. Pfeil und Bogen wieder? Ja, ja. Penner. 90 Siege. Habt ihr das gesehen? Der mit der Keule hätte jetzt schön reingeschlagen ins Rasengarn. Das hätte ihn gar nicht interessiert. Wenn er könnte. So, nochmal heilen.
Immerhin blamier ich mich nicht ganz so hier wie... Oh ja, natürlich, klar. Jetzt kommen die Superhelden vom Erdbeerfeld, oder was? Ja, klar, natürlich. Jetzt kommen die Leute, die alles können. Meinen sie zumindestens. Ja, ihr Vollidioten, ehrlich. Komm. Sterbt einfach eines sinnlosen Todes. Mann. Ihr Keulensäcke hier. Weißt du, was du bist? Nix kannst du, das bist du. Wir kriegen sowieso wieder ohne Ende Wund zu haben, damit rechne ich schon. An dem Quiz werde ich mich übrigens nachher nochmal versuchen, vielleicht zum Ende der Aufnahme hin, aber jetzt erstmal sehen wir mal zu, dass wir ein paar Missionen erfüllt kriegen, Minispiele und so weiter. Also ein bisschen zu tun haben wir noch. Tja, jetzt bist du nur noch alleine, mein Freund. Ja. Weiß nicht, danach kommt noch einer von denen. Er selber? Tatsächlich. Nee, Kirai, das war offensichtlich. Okay. Macht den Damage. Eieieiei. Oh, macht der Schaden. Ach du Scheiße, macht der Schaden. Ach du Scheiße, haut der rein. Na super. Wie soll ich den denn besiegen? Ey, bescheuert? Ja, Rasengan durchspammen, ne? Bleibt mir ja nichts anderes übrig, Alter. Guckt euch das an. Ich kann mich nicht mal hier irgendwie... Ich kann nicht das Jutsu des Tausches anwenden. Kann ich nicht. Warum nicht? Alter, das ist nicht euer Ernst, Leute. Jetzt wisst ihr auch, warum wir mit Wundsalben totgeschmissen wurden. Spamme ich ihn zu mit Dings. Da habe ich kein Problem mit. Warum greifst du ihn auch von vorne an, Mann? Greif ihn doch einfach von hinten an, Mensch. Ist das so schwer? Ich kann nicht mal das Pressen gegen ihn einsetzen. Alter. Der Perverse hat ganz schön was drauf. Ich will mal ganz ehrlich sagen, der hat echt was drauf. Oh, jetzt gibt's erstmal auf die Fresse hier. Natürlich. Ja. Alter Schwede, ich sag ja, ein Part nur für Sparring. Wahnsinn. Alter, guckt euch unseren Lebensbalken an, wie der runtergeht.
Ich glaube, die wussten schon genau, warum sie es so gemacht haben. So. Ich kann gerade nie. Weiß ich gar nicht. Rasengan ist einfach die effizienteste Attacke, die Naruto hat. Wow, jetzt hätte ich das Pressen wirken können, wo es wohl zu spät ist. Super. Das war's. Yeah! Jawohl! Gelber Bereich aber geschafft. Wir werden so oft down gegangen, das glaubt ihr gar nicht. Boah. Maximal Chakra-Medizin 5 Stück erhalten. Sofortschrift 5 Stück. Geheimer Konoha-Schatz 2 erhalten. 4. Bei 100 Sparings hast du an das intensive Training mit Jiraiya gedacht. Du kannst jetzt eine der geheimen Figuren betrachten. Eine Trainingsszene. Ah. Jawohl! Naruto, wie so ein Soldat. Jawohl! Ja! Jawohl! Ja, Freunde, wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part, beziehungsweise ihr erfahrt es im nächsten Part, ich erfahre es gleich in der nächsten Partaufnahme. Ja, hier sind wir fertig. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Ja, und dann würde ich einfach sagen, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.